Immer wieder samstags. Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen jetzt mittlerweile DIY. Heidi ist da. Meine liebe Andrea, ich freue mich voll. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ja, voll, voll gern. Und habe sie schon fast nicht mehr warten können, dass wir das endlich machen. Genau, also das hat jetzt echt lang gedauert, dass ich jetzt was zusammengefunden habe. Was haben wir heute? Heute haben wir Duftkerzen. Also do it yourself Duftkerzen. Genau. Du musst richtig gut riechen. Im Winter sowieso voll nett, finde ich, wenn es gut riecht. Genau. Im Sommer natürlich ultra cool für den Garten. Wir haben da jetzt auch, vielleicht seht ihr es, ein bisschen so Rosenblüten reingeben. Also da kann man die verschiedensten Sachen rein da. Für die Öle her haben wir jetzt genommen Mandarine, Lemongrass und Zitronella und Pine, also Kiefer. Und sie riecht wirklich gut. Also so richtig fruchtig, frisch, ganz angenehm. Also für den Winter gut und wie auch für den Sommer kann man die echt voll nice. Sehr gerne. Ein nices Do-it-yourself wieder mal. Genau. Zitronella, Feuergutsöl und Lemongrass, Feuergutsöl, wenn es jetzt generell so ein bisschen die dunkle Zeit ist, auch voll gut unterstützend, wenn man schwer schläft zum Beispiel oder schwer einschläft, ist das genau. Voll wertvoll. Zitrusöle, sowieso, die Sommer zu beruhigen, bringen einfach den Sommer wieder rein und das genau. Braucht man gerade jetzt im Winter. So stimmungsaufhellend und ja, die Fichte ist eines von unseren Lieblingsöle. Ja, definitiv. Ist einfach so nach Wald und wer mag es nicht, wenn man ja, wenn's nach Wald riecht. Genau, Wald ist einfach schön, ja. Finde ich. Und außerdem ist Pein, das muss man einmal sagen, echt ein günstiges Öl. Genau. Also, gell? Also so ehrlich, bitte, gell, in die Kerzen geben wir jetzt auch keine überhochpreisigen Öle rein. Weil da natürlich durch die Hitze dann schon viel an Wirkstoff verbrennt. Das heißt, ja, natürlich, es riecht noch an ätherischem Öl, aber es wird jetzt noch Wirkstoff übrig bleiben. Ja, ist jetzt, genau. Glaube ich, nicht mehr so da. Und dass man vielleicht schaut, wo holt man mehr, wo es ist jetzt vom preislichen eher günstigeren, das kann man so umgeben. Genau, das macht auf jeden Fall Sinn. Also, Belief oder eine Sensation würde ich da jetzt zum einfach nur verhorzen. Nein, ist schon. Ganz ist ein wenig schon. Hose? Ja. Leider nicht. Nein, ganz so. Nicht so. Was ist jetzt eigentlich drinnen in unsere Kerzerl? Ja, es ist eigentlich drinnen ein Bienenwachs. Da könnt ihr das normale Gelbe nehmen, was es gibt. Oder sonst, man kann auch Weißes bestellen. Wird es auch noch geben. Das kriegt man ganz oft auch in Reformhäuser, bei Imkereien, Bedarfsgeschichten. Genau. Oft gibt es sogar Imker, die was das auch machen, wo man das kaufen kann. Wie du sagst, das gibt es in Weiß. Das ist halt dann einfach behandelt auch, damit das nicht so gelblich ist. Mich stört das jetzt nicht. Ich mag das gern, wenn das einfach so rein ist. Natürlich ist. Und natürlich ist, genau. Ja, Blüten rein, Öle rein, genau. Schmelzen. Also eigentlich haben wir wieder nur das im Wasserbock geschmolzen, wir haben ein bisschen genau. Kokosfett dazu gegeben. Das ist einfach zum Auflösen dann, also es löst sich dann ein bisschen besser auf als genau. Mit dem Wachs. Haben die Öle eingetropft, haben das Glas vorbereitet mit dem Docht, da hat die Andrea da den massiven Hack mit der Wäscheklammer. Das funktioniert aber echt. Funktioniert voll. Die Docht kann man sie auch online bestellen genau. Oder eben zum Teil kaufen. Ja. Und Glaseln könnt ihr im Prinzip alles verwenden. Also wir haben da jetzt alle Rex-Glaseln, es gibt aber, ihr könnt alle so Delich-Glaseln. Ja, das sind Delich-Glaseln, genau. Könnt ihr auch nehmen. Also überhaupt kein Thema nicht. Und dann gießt man das ein, lässt das aushärten, schneidet den Docht ab und das Ding ist fertig. Check. Genau. Ja, das war's eigentlich. Wie immer gilt, meine Lieben. Wer den Beitrag liked und kommentiert, das Glückslos ja, wird genau. Wieder mal entscheiden. Und dann kennt ihr auf jeden Fall so ein wunderhübsches Gläschen. Das finde ich nämlich auch voll nett. Wenn es dann heiß wird, dann wird das Wachs wieder transparent und dann sieht man die ganzen Rosenblüten. Das ist schon cool. Das schaut ja. Dann echt cool echt aus. Ja, sonst, falls es Fragen gibt, meldet euch. Ich verlinke euch wieder unsere Öle und die Zutaten in der Box. Ja. Genau. Ja, das war's. Habt einen schönen Tag, macht es gut und bis ganz bald. Bye. Tschüssi. Tschüss.